Hallo und herzlich willkommen zum MBCAD Videotutorial. Mein Name ist Katrin Bohn und heute zeige ich Ihnen in Draftzeit 2016 den Abrundenbefehl. An der Geometrie im linken Bereich zeige ich Ihnen die vielen Möglichkeiten mit dem Befehl Abrunden, um zum Ergebnis wie auf der rechten Seite zu kommen. Als erstes möchte ich hier oben die offene Ecke mit einem Radius verschließen. Ich wähle den Abrundenbefehl. Aus der Optionssymbolleiste wähle ich Radius. Standard 20 mm sind eingegeben. Enter. Nun wähle ich meine Elemente, die ich verrunden möchte. Diese Linie und diese Linie. Und schon bekomme ich meinen Radius angesetzt. Achten Sie darauf, wo Sie die Elemente auswählen. Ich gehe nochmal zurück. Wenn diese Linie zum Beispiel länger wäre. Und wir nehmen den Abrundenbefehl. Und ich wähle dieses Element auf der Seite an und das zweite hier sagt er keine gültige Abrundung gefunden. Enter. Also auf dieser Seite. Als nächstes möchte ich hier innen jeweils 5 mm Radius ansetzen. Ich wähle also die Enter-Taste. Gehe jetzt auf die Optionssymbolleiste wie wieder Radius. Gebe jetzt 5 ein und wähle jetzt das Element aus, das zweite und die erste Ecke wird verrundet. Ich möchte das jetzt allerdings nicht mit jeder Ecke einzeln machen, sondern dass alle zusammen verrundet werden. Dazu nochmal zurück, also Abrundenbefehl, Radius 5. Dadurch, dass das Rechteck ja eine Polylinie ist, kann ich jetzt hier Polylinie auswählen und dann klicke ich nur noch einmal diese Linie an und alle vier Ecken werden mit Radius 5 verrundet. Als nächstes möchte ich hier in dem offenen Bereich wirklich eine Ecke erzeugen. Das geht auch mit dem Abrundenbefehl. Also ich drücke nochmal Enter, dass der Befehl aufgerufen wird und jetzt nehme ich die Shift-Taste, egal welcher Radius eingestellt ist. Ich drücke die Shift-Taste und wähle jetzt meine Elemente aus. Diese werden zu einer Ecke verbunden. Als nächstes möchte ich jetzt hier die Linien trimmen an diesen Kanten, also auch eine scharfe Ecke erzeugen. Das geht natürlich entweder mit der Shift-Taste, also Enter-Taste, um den Abrundenbefehl aufzurufen. Shift-Taste drücken, die Linie hier anwählen und hier anwählen und schon wird meine Ecke so dargestellt. Zweite Möglichkeit, ich wähle wieder Enter, um den Verrundenbefehl aufzurufen. Ich kann auch mit dem Radius 0 arbeiten. Ich gebe jetzt für den Radius 0 ein, Enter und klicke jetzt meine Elemente an, hier und hier. Und jetzt wird hier die Ecke eckig dargestellt. Und schon haben wir das Ergebnis wie auf der rechten Seite mit dem Befehl Abrunden und unter Verwendung der Shift-Taste. Weitere Videos finden Sie unter www.facebook.com/mbcad.